Jetzt ist es fix. Österreichische Familien werden künftig kräftig entlastet. Denn heute haben ÖVP und FPÖ im Ministerrat den Familienbonus Plus beschlossen. Rund 700.000 Familien und 1,2 Millionen Kinder profitieren von dieser Entlastung. Und wir haben heute mit der größten Familienentlastung in der Geschichte Österreichs einen weiteren Schritt gesetzt. Und wir lösen damit beide zentrale Wahlversprechen. Ja? Und genau das ist auch die Qualität, dass man sich darauf verlassen kann, dass das, was vor der Wahl versprochen wird, auch zur Umsetzung kommt. Mit dem Familienbonus setzt die FPÖ nun ein zentrales Wahlversprechen um. Schon in den letzten Jahren hat die FPÖ im Nationalrat unzählige Anträge gestellt, die schon viel früher zu einer nachhaltigen Entlastung der Familien geführt hätten. Dies wurde jedoch durch die damalige rot-schwarze Stillstandsregierung verhindert. Klar ist, wenn es um die Entlastung und Stärkung der österreichischen Familien geht, ist die FPÖ seit Jahrzehnten federführend. Wir wollen österreichische Familien entlasten und wir wollen kein Förderprogramm für Großzuwandererfamilien in der Mindestsicherung. Das ist nicht unser Ansatz. Deshalb auch natürlich hier ein Modell, das schon darauf abstellt, dass Menschen, die hier arbeiten, auch eine Entlastung haben. Und das gilt natürlich auch für die Alleinerzieher, wie das der Herr Bundeskanzler auch entsprechend heute dargelegt hat.